Sehr schön. Alle sollt ihr mitkommen. Ganz in der Nähe der Armeen des absurden Bösen war ein arkaner Riss aufgetaucht. Diese magischen Anomalien waren in der Gegend keine Seltenheit und versprachen demjenigen große Macht, der sie zu nutzen wusste. Die Kreaturen kann das verhüsifizierende Böse hatte einen arkanen Riss eingenommen. Neue Macht durchströmte es und gab ihm die Möglichkeit, nun auf den Zauber Meteorregen zurückzugreifen. Cool, machen wir mal. Praktischerweise befand sich in der Nähe eine Gruppe von Helden, die dankbare Ziele dafür waren. Gut, haben wir den eigentlich schon vorgelesen? Nein, da wurden wir unterbrochen. Genau, und da kann dir. Mana-Schild! Na komm, Mana-Schild. Warum leuchtet der da so komisch? Keine Ahnung, einfach weiter drauf von alte Heldentaktik. Magma-Wand. Das nenne ich mal ein Lagerfeuer. Mhm. Der Meteorschauer, ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein verdammter Meteor, der auf die Gegner niederprasseln wird. Und der Grubenlord, I am the God of Hellfire. Okay, cool, 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 cool. Ja, marschieren wir weiter. Die Macht der arkanen Risse konnte nun vom zaubernden Bösen eingesetzt werden. Jetzt gleich nochmal den. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Kostet halt ein bisschen Mana. Ne? Das ist aber auch, wie sollen die arkanen Risse befreien? Das machen wir natürlich. Sofort. Ja. Die schaffen das schon. Die machen das ganz gut. Und jetzt. Also das Heldenlager weg vom Fenster putzen. Ich will trotzdem mal noch hier hinten schauen, ob hier noch irgendwas ist so. Okay, da hinten ist wohl nichts mehr. Hier ist aber noch ganz viel schwarz. Und dann mache ich den Schatten, nicht irgendwas anderes. Nein, nein, nein. Einfach nur Kriegsnebel, wie man ihn so schön nennt. Und jetzt endlich hier, nein, das will ich. Zack. Mensch, jede Menge Gold. So viel Gold. So, hier machen wir einfach nochmal zu. Ich denke hier jetzt dann auch. Weil wir haben hier dann schon offen. Dann brauchen wir jede Menge Türen. Da eine. Hier eine. Und ja. Das war's auch schon mit den jede Menge Türen. Zwei. Dann möchte ich schon gern, danke, das aktivieren. Und hier jede Ecke ausfüllen. Ach so, ich bin blöd. Brauchen sogar nur eine Tür. Naja, ihr macht das schon. Wo habe ich euch denn? So. Gut, dann meine bösartigen Krieger, nehmen wir jedes bisschen Bösartigkeit mit, das wir kriegen können, und verbessern mal das Zeug durch. Yay, alles verbessert. Huhu. Das ist aber auch, wir sind viel zu lange in dieser Mission. Kreaturen holen sich ihren Sold. Ah, auch in dem Teil ist es wieder so, dass es einfach direkt in der Overworld abgezogen wird. Dass man sich da gar keine Gedanken machen muss wegen Gold und vermutlich auch Nahrung. So hoffe ich zumindest. Jetzt schauen wir mal, ob hier hinten noch was ist. Warum ist da einfach schwarz? Hm. Naja, Game-Entscheidung potenziell. Ich suche die Dinger, genau. Jetzt müssen wir erstmal hier lang. Wir kommen hier nicht hoch.
ein neuer Bereich wurde im Dungeon aufgedeckt. Ach, ich glaube, da kommen immer mehr Feinde raus, um den Dungeon zu greifen. Kann ich das ein bisschen jinxen? Nee, okay. Ja, dann. Dann gehen wir halt den Weg drumherum. Ich kann immer noch nicht fassen, dass du das alles getan hast. Waren wir nicht wie eine Familie für dich? Ich wurde ständig beleidigt und gedemütigt. Ist das eine Familie? Oh. Ja? Ja, doch, so wie ich es auch nennen bei einer Familie. Die Armee des gnadenlosen Bösen hatte die magische Barriere erreicht. Ein Zauber würde diese hinfortfegen. Während sich das Crucio-sprechende Böse einen Weg durch die magische Barriere gebahnt hatte, waren Talia und Tristan weiter auf dem Weg. Tristan, geliebter Bruder, wärst du so freundlich, diese Käfigtür für mich zu öffnen? Es ist doch nicht nötig, dass wir uns streiten. Stiefbruder! Und ich kann dir nicht einfach verzeihen, dass du unseren Ziehvater erschlagen hast. Geschweige denn die Hälfte der guten Bevölkerung des Landes. Nur die Hälfte? Ha! Ich meine, das ist einfach irgendwie so passiert. Ich weiß auch nicht genau, wie das alles so schief gekommen ist. Du hast Thanos Kopf auf einen Speer gestellt. Er hatte es verdammt nochmal verdient. Autsch. Immer wieder musste ich mich von ihm und seinen Handlangern beleidigen lassen. Nur aufgrund meiner Herkunft. Als wenn alle Dunkelelfen böse wären. Du hast hunderte von Helden umgebracht, Vaters Gefährten getötet und Vaters Kopf auf einen Speer gesteckt. Die haben mich dazu gebracht. Die Gesellschaft ist schuld. Die Gesellschaft. Aber ist der Bruder, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, Tristan? Ist nicht Tristan auch ein Dunkel? Das magiewirkende Böse hatte einen arkanen Riss erobert. Mit dieser erbeuteten Macht konnte es nun den Zauber Mana-Schild nutzen. Tristan, ich sehe es jetzt wirklich ein. Ich habe mich falsch verhalten. Wenn du mich jetzt rauslässt, gelobe ich mich zu bessern. Wirklich? Natürlich nicht, du Schwachkopf. Ich würde dir einen Hosenzieher verpassen, wie ich ihn dir in unserer gemeinsamen Kindheit noch nicht verpasst habe. Du würdest deinen Enkel noch davon erzählen. Vorausgesetzt, dass du dann überhaupt noch Kinder und Enkel haben kannst. Warum sagt sie das und lässt sich nicht erst raus? Naja. Talia ist halt nun mal auch nicht die Klügste. Aber deswegen ist nicht ganz auf den Kopf gefallen. So, weg auch mit diesem Heldengebiet. Ich habe da unten Bösartigkeit vergessen. Naja, ich denke nicht, dass wir es noch groß brauchen. Da ist eine Heldenstatue, die wir kaputt machen können. Noch mehr Bösartigkeit. Nice, wir haben schon alles erkundet. Alles erforscht. Nicht erkundet, erforscht. Wir brauchen also keinerlei Bösartigkeit mehr. Deswegen marschieren wir gleich weiter. Aber jetzt ist schön, trotzdem die Heldenstatuen. Die haben es verdient. Weg mit ihnen. Zack. Perfekt, weg zur Küste. Ja, könnten wir bestimmt auch nicht mehr gebrauchen. Sag muss mal so. Wir sind auch lang genug in dem Level. Talia, ich wünschte, du würdest dich wieder eines Besseren besinnen. Erinnere dich zurück an unsere Kindheit, als wir zusammen am Bach spielten. Und du mich hineingeworfen hast? Du hattest mir davor ein Bienennest auf den Kopf fallen lassen. Oh, stimmt. Ich erinnere mich, wie dein Kopf angeschwollen ist wie eine Melone. Ja, Talia, das ist auch nicht wirklich nett von dir. Turm. Werden wir mal einleuchten hier. Weil der macht bestimmt gut Aua. Das wollen wir gar nicht. Schieß deine Ladung bloß nicht auf mich.
Du Turm. Aber ja, so wie es klingt. Das ist kein Problem. Da bin ich mir nicht sicher, ob das ins Wasser schubsen so gemein ist, wenn der Bienenstock vorher auf den Kopf gestoßen geworfen wird. Aber jetzt holen wir uns mal noch die letzte Ader. Immerhin will ich noch den letzten Zauber mit dem Grubenlord. Ich hoffe, ich krieg den Grubenlord. Zerstört es meine guten, bösen Monsterlein. Meine Minions. Das zauberwütige Böse hatte einen arkanen Riss an sich gerissen. Mit neu gewonnener Magie konnte es nun per Zauber den Fürsten der Hölle herbeirufen. Cool. Und damit haben wir auch die 20 Helden besiegt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Einmal hier durchmarschieren. Bitte alle soweit platt machen. Noch mehr Türmchen. Nice. Machen wir die mal weg. Der Ballistenturm da drüben auch. Und damit uns keiner in den Rücken fällt, werden wir auch trotzdem. Sonderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Sehr gut. Aber, wie gesagt, damit uns keiner in den Rücken fällt, werden wir dieses Haus der Helden noch zerstören. Und dann Tristan einholen. Auch wenn ich glaube, ich da schon wieder gerade Helden sehe, die Richtung Dungeon laufen. Dort in der Mitte des der Map. Aber egal. Was soll es? Wir zerstören jetzt einfach das und gehen weiter. Ich will meinen Grubenlord beschwören. Beschwören? Grubenlord? Darf ich dich nur in der Unterwelt beschwören? Nicht mehr genug Mana da ist. Na gut, keine Ahnung, wie man den jetzt. Wartet. Ja, nur unterirdisch wahrscheinlich, weil da war es grün, der Kreis. Die Armeen des fanatischen Bösen erreichten eine weitere magische Barriere. Hallo Grubenlord. Der ist ja richtig süß, Mensch. Hallo Baphomet. Kann ich dich, ich meine nur, so. Euer Portal wird angegriffen. Ach, dasselbe. Tschüssi, Grubenlord. So. Dann gehen wir hier hin. Brauchen nochmal ein Zauberlein. Ha, da ist meine Armee. Zeit zu sterben für dich, Stiefbrüderchen. Los, Kreaturen, schnappt sie euch. Fegt über sie hinweg. Reibt ihnen scharfe Chili-Soße in die Augen. Reibt mich aus diesem vermaledeiten Käfig. Meine Brüder, in euren Augen sehe ich. Du leierst jetzt hier aber nicht schon wieder diesen gleichen Mist runter, oder? Oder? Männer, haltet sie auf! Tatia, wir müssen weiter! Ja, ihr seht mich ganz ohne hier. Die Gegner. Also. Ich verliere jetzt gerade ein paar Einheiten. Aber egal. Ding Dong, es ist Zahltag. Ich höre doch noch da. Eine Elite! Eieiei. Ui, der hält richtig viel aus. Wir müssen wohl noch mal wieder kommen. Und wir werden ihn nicht mehr los. Cool. Die Helden hatten den Dungeon betreten, während das brandschatzende Böse seine Armee auf der Oberwelt umherschickte. Dank des Zaubers, die Armeen des seine Getränke auf einen Bösen hatten die lächerlichen Verteidiger von Tristan besiegt.
Jubel erfüllte die Kreaturen des Bösen. Doch der körperlosen Essenz des Bösen war noch nicht nach Feiern zumute, denn Tristan selbst war entkommen und hatte Talia bei sich. Das ohne physische Gestalt verweilende Böse tat so, als ob es seufzen könnte, und nahm abermals die Verfolgung auf. Ich übernehme für dich. Verdammt. Aber das war knapp. Mit dem letzten Einheit da vorne. Respektabel alle Erfolge mitgenommen. Easy peasy. Und ja, was auch immer diese Totentitel bedeutet. Wahrscheinlich, weil wir normal gespielt haben, keinen Bonus. Aber egal. Ja, wir haben es geschafft. Und ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns wieder zur nächsten Aufnahme. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.